fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Warum muss ich lachen? Weil ich diese Episode jetzt zum zweiten Mal aufnehme. Ich hatte es eben mit dem Greenscreen nochmal probiert, es ging fürchterlich in die Hose mal wieder. Musste tatsächlich noch was an der Beleuchtung tun. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mal eine besondere Folge heute. Viele hatten sich gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Durch unsere neue Truppe, den Bowler, haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Truppen zu nehmen, die es gibt wieder. Ja, es wird wieder neu gemacht, dadurch, dass wir jetzt eine Truppe mehr haben. Wir haben tatsächlich alle, die es gibt, von dem... Ja, es fängt ja eigentlich an mit dem Barbar. Vom Barbar bis zum... Ich glaube, die letzte Truppe, die ja in der dunklen Kaserne steht, ist der Bowler. Also rein theoretisch müsste ich alle Truppen haben. Wir können es nochmal einmal sicherheitshalber kontrollieren, ob es denn auch der Fall ist. Also, geh mal drauf. Ich habe... Barbar habe ich. Bogenschütze, Riese, Kobold, Mauerbrecher, Ballon, Magier, dann noch die Valkyre. Dann noch Heilerin, Drache und Päcker. Haben wir das alles? Zack, zack, zack. Ja, haben wir. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Das ist schon mal bis zu der normalen Kaserne. Und dann Minion, Schwein, Valkyren. Habe ich jetzt einfach mal zwei mitgenommen, ist ja egal. Dann einen Golem, eine Hexe, einen Hund und fünf von unseren feinen kleinen Bowlern. Dann in der Clanburg ein bisschen Gerümpel noch drin gehabt und alle Zauber. Jawohl. Alle Zauber, alle Truppen, alles gleich auf einen Fleck, alle Helden. Lass es uns los, lass es uns losgehen, lass es uns tun. Ich will doch nur spielen. Du, du, ich bin Matthias, ich will doch nur spielen. Okay, ich bin aufgeregt. Ich würde aber sagen, für diesen feierlichen Moment, wir brauchen tatsächlich mal einen passenden Gegner. Ich würde ganz gerne alles auf einen Fleck setzen. Tatsächlich. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Wir fangen dann natürlich auch mit den großen Truppen an, weil die auch etwas langsamer sind. Und ich würde sorgen, liebe Freunde, wir suchen uns jetzt mal eben den Gegner raus. Ich mache einen Cut, falls es jetzt nicht sofort schon zu einem passenden Gegner kommt. Nein, haben wir nicht. Deswegen bis gleich. So, ich glaube, wir haben einen gefunden, den wir rein theoretisch schaffen könnten. Es ist auch eine sehr lustige Base vom Design her. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal diese Seite hier, wo die Flaggen sind, und setzen alle unsere Truppen. Ich muss wirklich schnell sein. Es sind noch relativ viele Barbaren. Und ich bin ja, wie gesagt, am PC, habe also kein Multitouch. Die Zauber dresche ich jetzt hier einfach schon mal eben drauf. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Zauber überhaupt benutzen soll. Na gut, ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir fangen mal an mit den langsamen Truppen. Oh Gott, Es kann ja nur in die Hose gehen. Komm, schnell. Ich muss mich beeilen. Es reicht schon gar nicht zeitlich. Bis ich über alles gesetzt habe. Schnell. Ist mal eben ganz schnell schon mal die Helden. Alter, was ein Chaos. Aber wir sollten es halbwegs hinbekommen. Sprungzauber. Freeze brauche ich nicht. Wir setzen schon mal eben die Clan-Truppen. Sie laufen einfach... Habe ich den Warden schon gesetzt? Nein, habe ich noch nicht gesetzt. Okay, Warden noch hinterher. Ansonsten jetzt noch mal eben schnell unsere Barbaren. Und dann waren das, glaube ich, alle Truppen. Alle Zauber haben wir noch nicht gesetzt. Ja, der Inferno-Turm, da kann ich leider keinen Heilzauber setzen, deswegen freezen wir das Ganze jetzt erstmal eben. Wir haben noch einen Eilzauber, wir haben noch einen Giftzauber, den werde ich mir auch noch setzen. Nein, den König zünden. Sobald der Inferno-Turm down ist, da unten ist der König. Los, jetzt. Sobald der Inferno-Turm down ist, kann ich mal den Heilzauber setzen. Ja, können wir jetzt schon mal machen. So, Heilzauber. Alter Schwede, sind das viele Truppen. Alter Schwede. Da unten ist doch der Drache unterwegs. Alter, das ist ja ein Chaos. Alter Schwede, überall sind noch die Zauber am eskalieren. Wo setze ich den denn mal hin? Dahin? Einfach mal noch dahin gesetzt. Ach, ich kann ja sogar noch den Warden zünden. Alle Truppen drauf. Da fliegt einer durch die Gegend. Und die laufen alle in die Riesenbombe rein. Aber das macht gar nichts, denn wir kriegen 100% mit allen Truppen und allen Zaubern, die es gibt. Alle Truppen und alle Zauber. 104.000, 114.000, 602. Und ich kann ja mir eben noch den Angriff zeigen, den ich eben hatte, während ich... Ja, in der Aufnahme vorher, den ich jetzt ja leider nicht zeigen kann, weil es ja, wie gesagt, nicht ging mit dem Greenscreen. Es ging einfach nicht, werde mich aber drum kümmern. Wir wurden befördert! Ligastufe Kristall 2. Sehr schön, das war nämlich dieser hier. Dieser Angriff hier, der war sehr gut für uns. Da konnten wir noch einiges an Loot mitnehmen und da sieht man jetzt auch mal den Unterschied, wenn man dann nicht alle Truppen hat und das mal ein bisschen gescheit machen kann. Unglaublich dieser Angriff gerade. Alter, das war aber auch eine... Normalerweise müssten wir uns das gleich nochmal angucken, weil das einfach eine riesige Eskalation sondergleichen war, einfach.
Ey, die, vor allem wenn du das nicht mit Multitouch machen kannst, es sind einfach so viele Truppen, dann noch die Zauber, dann noch die Helden, dann noch die Clan-Truppen, dann noch die Helden zünden, dann noch den Warden, also alle Helden noch zünden rechtzeitig, die Zauber noch rechtzeitig setzen. Eieieiei. Unglaublich. Wir haben es geschafft und das war natürlich guter Loot hier. Das war natürlich guter Loot gegen einen Rathaus Elver, da kriegt man immer ganz gut was raus. Muss man sagen, über 600.000 jetzt schon läuft. Läuft bei uns, in der Mitte sind noch einige unterwegs. Sehen das jetzt noch, links ist noch eine, der, ist ein Sammler noch übrig, den können wir uns natürlich noch schnappen eben. Habe ich das noch gemacht? Ich glaube schon, ja, habe ich noch gemacht. Und dann eben schnell aufgegeben und dann waren es doch sogar über 700.000 Loot. Das läuft. Das läuft bei uns. Ich habe aber, glaube ich, nur einen Angriff gehabt. Wir gucken mal ganz kurz noch auf unseren Angriff von gerade. Das interessiert mir jetzt aber nochmal. So. War zwar nicht viel Loot, aber es waren alle Truppen, die es gibt. Ach du Scheiße. So, wie haben wir denn angefangen? Jetzt achtet mal in vierfacher Geschwindigkeit, wie sie gleich alle aus der Ecke rauskommen. Alle! Guckt euch das mal an unten! Guckt euch mal unten die Leiste an. Zweifach. Habe ich noch nie gesehen, dass es mittlerweile... Ah, das ist unglaublich. Zweifach. In der Mitte ein Chaos. Oh Gott. Ein Chaos in der Mitte sondergleichens. Alter Schwede. Ja, muss auch mal sein, ab und zu. Ich fand's lustig. Würde ich immer wieder gerne machen, wenn ihr noch irgendwelche besonderen Ideen habt oder besondere Wünsche habt, für noch ein paar Folgenideen oder so, schreibt's mir gerne in die Kommentare, bin ich gerne bereit, da noch eine Folge zu machen. Ich lass ruhig mal noch ein paar Valkyrien, wir haben eh noch genug dunkles Elixier, wir kriegen auch noch einen Bonus dabei. Haben wir sogar noch einen Bonus in der Klarenburg, von daher sollte das dann auch passen. Und ja, guck mal, hat den irgendwer noch? Fred, musst ein bisschen warten, hab nur Mauerbrecher, danke, Mami. Ich hatte sogar eben mal noch nach Loot gefragt. Das war bevor ich, quasi während der letzten Aufnahmen. Aber es ist aktuell so viel los hier. Ah, Verteidigung gegen Bowler, das ist auch nicht schlecht. Ja, es ist aktuell so viel los im Clan, auch vor allem im Clan-Chat, dass man da gar nicht so richtig hinterherkommt. Zwei Bowler, wie süß. Gegen unseren GameStar, gegen unseren, ich glaube Nico heißt er, ne? Gegen unseren Nico. Bam, 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 sind sie oben am Werfen, die Truppen gehen hinterher. Doppelsprung. Ja gut, er will natürlich im Grunde... Weiß ich nicht, er will das Dunkel... Warum will er denn... Ich verstehe diese Base einfach nicht. Weil, rein theoretisch, du kommst, wie wir das ja gesehen haben, du kommst sehr leicht durch. Du kommst sehr leicht zum Rathaus, du kommst sehr leicht zum dunklen Elixier. Wie wir es ja jetzt hier gesehen haben, du kriegst sehr leicht dann noch die zwei Sterne. Keine Ahnung, ist nicht so mein Base-Typ, aber nur gut. Wollen wir mal gucken. Vielleicht hat sie ja auch noch ihre Daseinsberechtigung. Man muss aber auch sagen, er hat dann mit ganz guten Truppen angegriffen, ne? Mit Max Packers und so weiter. Ja, schon etwas bessere Truppen. Jetzt hat er noch 20 Sekunden, aber es wird natürlich nicht mehr reichen, weil da oben noch zu viel Verteidigung ist. Der eine Packer läuft da noch rum, aber ist dann auch tot. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende schon von dieser Episode Clash of Clans mit mir und Fred. Ja, wie gesagt, wenn es momentan etwas kürzere Episoden sind, aber kommt auch mal vor. Dafür haben wir ja wirklich schon Action gehabt in dieser Folge mit sehr, sehr vielen Truppen. Mit sehr, sehr vielen Truppen. Und ich sage natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Gratis Juwelen in der Beschreibung. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.